ADAC Bikertreff 2012. Rok Bagoros, ein 23-jähriger Mann aus Slowenien, mit seinen beiden Werks-KTM, der kleinen Duke mit 15 PS und der großen Duke, der 690er, mit 70 PS. Er ist mittlerweile professioneller Stuntfahrer. Er war auf der ganzen Welt, vor kurzem erst in Malaysia, dann war er in der Schweiz, in Österreich, in Italien und jetzt hier live und in Farbe bei uns beim 10. ADAC Biker-Treff. Sein Ziel, Champion zu werden, Weltmeister zu werden und Nachfolger zu sein von Chris Pfeiffer, dem dreifachen Weltmeister. Und wir sagen herzlich willkommen in Leonberg, dem Rok Bagoros, mit einem ganz, ganz tollen Applaus. Rok, now it's your party! Das ist ein großes Ziel, an dem er verbissen arbeitet.